Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute für euch einen kleinen DM-Haul. Also wir haben jetzt nicht mega viel eingekauft, aber so ein paar Kleinigkeiten, ist auch ein bisschen Kosmetik dabei. Und deshalb dachte ich, ich zeige euch das mal. Wenn es ein bisschen lauter im Hintergrund ist, tut mir das leid. Das ist die Spülmaschine, die ich schon mal angeschalten habe. Und die hört man, glaube ich, so ein klitzekleines bisschen, aber es müsste gehen. Ja. Es naht ja der Frühling und deshalb haben wir so ein paar Sachen zum Putzen einfach eingekauft, weil wir da mal wieder unseren Putzmittelvorrat auffüllen mussten und da einiges gefehlt hat. Und deshalb fange ich, glaube ich, auch so mit den Putzsachen mal an. Wir haben zum einen gekauft so einen WC-Reiniger von Denkmit Ocean, Ozean Frische. Das ist so ein stinknormaler WC-Reiniger. Da hatte ich, den hatte ich glaube ich noch nicht, aber schon andere Richtungen vom DM und der war eigentlich immer ganz okay. Dann habe ich Frosch für mich entdeckt, die Marke, weil ich finde, die riechen nicht so aggressiv, sind aber sehr, sehr gut. Ich habe mir da schon einige Sachen gekauft und teilweise aufgebraucht und einfach jetzt nachgekauft. Und zwar habe ich mir einmal von Frosch den Grapefruit Fettentferner mitgenommen. Den werde ich dann in der Küche hauptsächlich einsetzen, um Herd und alles, was da eben sehr, sehr fettig ist, zu säubern. Dafür finde ich den richtig gut und dafür durfte der mit. Dann habe ich mitgenommen einen, den habe ich auch schon mal aufgebraucht, und zwar ein Citrus Dusche und Badreiniger gegen starken Kalk, und der hat wirklich bei mir super funktioniert. Ich habe unser Bad oder unsere Dusche damit immer super schön einfach sauber bekommen. Also den finde ich richtig gut und den benutze ich eben, wie gesagt, so fürs Bad. Dann so ein Allrounder, und zwar Orangen Universalreiniger. Da gibt man einfach so ein paar Spritze ins Wasser und das benutze ich, um die Oberflächen abzuwischen und solche Dinge. Und dafür finde ich den auch sehr, sehr gut und der riecht auch sehr, sehr schön. Dann noch das letzte von Frosch, und zwar nochmal ein Zitronen-WC-Reiniger. Den wollte ich einfach mal ausprobieren von Frosch, wie der so ist. Und deshalb durfte der eben auch mit. So, dann haben wir noch, wenn man putzen möchte, braucht man auch Putzzeug. Und zwar habe ich da einmal diese Mikrofaser-Universaltücher mitgenommen. So ein Dreierpack in schönen Frühlingsfarben. Damit putzt es sich bestimmt besser. Und als nächstes habe ich mitgenommen feuchte Bodentücher, auch die von Denkmit mit Grapefruit, da weiß ich nicht, wie sie riechen. Ich hatte immer die mit Granatapfel, aber die gibt es aktuell leider nicht mehr. Die benutze ich super gerne, um, wenn es mal schnell gehen muss, wenn man jetzt nicht komplett durchputzen möchte, aber so ein Fleck auf dem Boden ist und einfach mal kurz so drüber wischen möchte, finde ich die super praktisch und benutze die super gerne. Dazu passend, das habe ich jetzt nicht hier, das ist nämlich schon zusammengebaut, ein Riesenteil, haben wir noch so einen Swiffer von DM aber mitgenommen, um dann einfach damit die Böden mal schnell überzuwischen. Genau. Dann durfte mit solche Schuheinlagen, frische Sohlen, die finde ich im Sommer oder wenn es jetzt wärmer wird und man nicht unbedingt Socken in den Schuhen hat, immer super praktisch, weil, oder auch wenn man Socken anhat und so schwitzt, finde ich die einfach angenehmer, wenn das dann nicht direkt in die Schuhsohle geht, sondern auf die, in die man tauscht, man dann einfach alle paar Wochen mal aus. Dann hat mein Freund noch ein neues Deo gebraucht, so ein stinknormales Balearman Deo Spray. Das benutzt er seit Jahren und ist damit sehr, sehr zufrieden. Er hatte auch schon mal gesagt, er hat schon viele teure Deos probiert und ist halt von dem einfach am überzeugtesten. So, und dann kommt jetzt meine paar Sachen, die ich noch gekauft habe. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen eine Balea Handcreme Tropical Fun Ananas Maracuja Duft für trockene Hände. Ich habe immer sehr trockene Hände und der Duft ist sehr, sehr lecker, eben sommerlich frisch. Deshalb habe ich die mir mitgenommen. Und dann durften noch ein paar Kosmetiksachen mit, eigentlich alles Basics oder Dinge, die ich schon mal verwendet habe oder gerne verwende, bis auf ein. Beziehungsweise, nee, das ist neu. Und zwar habe ich das gesehen von Essence Instant Matte Make-up. Die
diese 24 Stunden, 18 Stunden Halbzeit natürlich Quark meistens, aber ich wollte dieses Matte jetzt mal austesten und deshalb habe ich mir dieses Make-up mitgenommen zum mal probieren. Dann so ein All-Time-Favorite, das ich schon öfter nachgekauft habe. Und zwar ist es von Catrice, dieser Eyeliner Pan Waterproof. Wasserfest weiß ich gar nicht, ob ich das schon getestet habe, aber ich finde, der macht eine schöne Linie im Auge. Und ich benutze ihn immer wieder gerne, genau diesen Stift. Habe ich mir jetzt auch schon mehrfach nachgekauft, genau wie von Catrice. Dieser High Cover Concealer Camouflage, den benutze ich auch immer wieder und kaufe den immer wieder nach. Der geht bei mir dann auch recht schnell immer zur Neige, weil ich im Moment ganz schlechte Haut habe, was ihr vielleicht auch ein bisschen sieht und viel davon teilweise dann benutzen muss. Deshalb dieser Concealer kann ich sehr empfehlen als meiner Lieblingsprodukte. Auch ein Produkt, das ich schon mal hatte, was ich ganz gut finde. Es macht jetzt nicht die Ultra-Mega-Wimpern von Catrice. Und zwar ist es der Plam Doll Mascara Waterproof. Wie gesagt, macht nicht die High-End-Mega-Wimpern, aber ich finde den ganz super praktisch. Gerade für den Alltag nutze ich den gerne, viel zur Arbeit. Und der ist auch so wasserfest, dass wenn man mal kurz reibt oder auch wirklich im Schwimmbad hält der. Und den finde ich ist einfach so mein Standard Mascara für die normalen Dinge. Dann habe ich mir noch mitgenommen, weil ich immer finde, dass das Make-up ein bisschen besser hält und ebener ist. Und zwar dieses Perfect Face Make-up Base von P2. Auch die hatte ich schon öfter. Die sieht jetzt ein bisschen anders da aus wie die letzte, die ich mir gekauft habe. Aber ist vom Ding her gleich. Und die benutze ich, wie gesagt, immer ganz gerne so als Make-up-Unterlage, dass das Make-up dann schön gleichmäßig ist und sitzt. Und dann noch ein Puder, das hatte ich jetzt auch schon öfter, und zwar All Matte Plus von Catrice. Ein stinknormales Puder, ich finde das ganz gut, das tut für mich seinen Zweck und ist auch so ein Alltagspuder. Das sind für mich jetzt alles so Alltagsdinge, wenn ich mich wirklich normal fertig mache für die Arbeit oder für so private Freizeitsachen, was jetzt nicht irgendwie weggehen oder abends ist. Und den habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Der ist aus einer LA und zwar Blossom Dream Blush von Essence. Da möchte ich einfach mal testen, wie der mir gefällt. Ich finde den nämlich ganz schön, weil er nicht so extrem übertrieben ist. Das mag ich nämlich nicht. Und deshalb dieser hier. Und als letztes habe ich mir mitgenommen eine Sonnenbrille. Das hat die Bewandtnis, dass wir aktuell nicht bei uns zu Hause sind. Ich heute losgehe, das Wetter super werden soll und ich meine Sonnenbrille vergessen habe. Deshalb habe ich mir die mitgenommen. Die finde ich echt ganz schön und die hat 10 Euro gekostet. Die ist perfekt. Die werde ich dann einfach auch im Auto von meinem Freund liegen lassen, weil es mir da ganz oft so geht. Wir wechseln einfach ab und zu Autos durch, je nachdem, wer welches Auto eben braucht. Dass ich dann aber da sitze und die Sonne scheint. Ich habe keine Sonnenbrille, deshalb habe ich gesagt, ich kaufe mir jetzt so eine günstigere und werde die dann einfach dort im Auto liegen lassen. Dann haben wir das Problem nicht mehr und ich habe da eine feste Sonnenbrille. Genau. Das war es jetzt von mir. Das war alles. War kein mega Rieseneinkauf, aber so ein bisschen was. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.